Weil die sieht ein bisschen größer aus und da könnte vielleicht auch eine Bibliothek sein. Oder die ist tatsächlich ein bisschen größer. Wie komisch hier, direkt so, direkt am Wasser wirklich. Und auch, ist alles so abgehackt, ja. Das ist auf jeden Fall ein Chunkfehler hier. Oder mehrere Chunkfehler. Das ist nicht nur ein Chunkfehler, das ist hier so ein ganzer Weltenfehler, ist das. Das ist doch nicht normal. Das ist ja nämlich alles so abgehackt hier. Und das sind ja alles hier so einzelne Chunks hier. So 16x16 Felder sind das ja, glaube ich. Das war ja immer ein Chunk. Und die Stadt ist wirklich hier so halb im Wasser gebaut. Na cool. Ich frage mich nur, wie die Bewohner hier so, wenn sie morgens aufstehen, aus der Tür gehen. Platsch! Fällt, das ist alles im Wasser, das ist ja echt geil. Ja, die Tür ist einfach mal so, ne, kommst hier aus der Tür raus, ahnst nichts Schlimmes und zack, bist du im Wasser. Oh Gott, ja, toll. Alter. Okay, das ist ganz schön tief hier, oder? Das ist verdammt tief. Die machen auch Geräusche, die Leute hier. Okay. Das Haus ist auf jeden Fall kaputt. Also die Welt hier ist auf jeden Fall total kaputt. Oder auch im Arsch. Und der Bewohner ist gerade auch hier runtergefallen, einfach mal. da komme ich nicht an. So, erstmal hier ein bisschen. Ich baue dir mal eben hier so ein bisschen das Land auf. Aber ich habe leider nicht mehr Erde. Und wie soll ich denn hier hochkommen? Verdammt nochmal. Ja, komm. Das Pferd kann eh nicht weglaufen hier. Nicht so wirklich zumindest. Scheiße. Na komm, nimm mir eben die Tropenhölzer hier. Ist ja so. Was soll's. Irgendwie muss ich mich hier gerade mal hochbauen. Oh Gott, ey, was haben die hier denn gebaut? Leute, seid ihr besoffen? Oh! Oh! Oh, jetzt hier so eine Spitzhacke. Wie heißt die noch? Mit der man die Bücherregale dann noch wiederkriegt. Das fehlt mir jetzt hier. Aber guck mal, das ist doch schon mal ein Erfolg hier. Ja, Mann. Wir kriegen, glaube ich, fast überall drei Bücher raus. Oder zumindest zwei. 35 Bücher. Damit können wir 10 Regale über... Nee, 11 sogar bauen. Und wir können ja noch ein paar Bücher bauen. Also allein schon damit können wir jetzt jede Menge Regale bauen. Was ist denn da hinten? Was ist das? Das ist ein weiterer Chunkfehler, würde ich mal sagen. Da ist, glaube ich, die Welt zu Ende oder so. Da ist das Ende der Welt. Okay, scheiße. Die Erde ist doch eine Scheibe. Sie ist keine Kugel. Oh Gott. Da gucken wir gleich nochmal hin. Und nicht, dass da irgend so ein Monster am Ende ist. Wie in den alten Sagen. Was ist das hier? Aber schönes Feld. Nettes Dorf. Vielleicht finde ich da noch eine Bücherei. Das wäre mal ein Treffer hier. Wolltest du dir gerade das Leben nehmen? Besser nicht. Aber ich glaube, das ist keine Bücherei hier. Das ist einfach nur ein leerstehendes Haus, was auch irgendwie, naja, ganz schön groß ist. Das ist doch alles hier fehlerhaft. So, jetzt müsste ich mal eine Kiste finden oder sowas. Noch mehr Felder. Ja, du kommst nicht raus. Habt ihr alles sehr schlau gebaut hier. Aber hier ist leider keine Kiste. Oh ja, die Bude ist wirklich sehr gut ausgestattet. Muss man ja mal sagen. Also klein ist das Dorf auf jeden Fall nicht, aber sehr schön gebaut auf jeden Fall. Naja. Okay. Oh. Ach, guck mal eine an. Noch eine Bücherei. Was für ein Glück haben wir denn jetzt hier? Da haben wir nur einmal rüber geluschert in eine andere Richtung und zack. Dann brauchen wir jetzt ja um Zucker... 56 Bücher. Dann brauchen wir um Zucker jetzt ja gar keine Sorgen zu machen. Dann bauen wir einfach jede Menge Bücherregale jetzt schon allein mit den Büchern. Oh, jetzt muss ich nur das Pferd wiederfinden. Wo ist das Pferd? Da, es steht noch da. Und ich komme nicht hier rauf. Dann tauchen wir mal eine Runde. Ich glaube, jetzt können wir tatsächlich wieder zurückgehen. Dann brauchen wir jetzt nur... Oh. Ich habe gerade nicht dran gedacht, dass das Pferd ja nicht schwimmen kann.
Jetzt schiebt nicht mein Pferd weg. Jo, du kommst mal eben mit. Der kommt wahrscheinlich in die Richtung. Perfekt, okay. Da ist wieder die Landzunge da vorne. Okay, ich glaube, das gucken wir uns dann später nochmal an, wenn wir da mit dem Boot hinfahren. Weil jetzt da so hinzuschwimmen mit dem Pferd am Seil, das wird ein bisschen lange dauern und die Sonne geht ja auch schon bald wieder unter, also sollten wir uns vielleicht gar nicht mehr so lange hier draußen aufhalten. So, derzeit, ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, aber ich schenke mir einfach mal was Neues zu trinken ein. Mal eben auf die Uhr gucken, auch schon wieder 12:30. Die Zeit vergeht aber auch immer, also morgens natürlich. Das ist eigentlich so meine gängige Aufnahmezeit, so ab 10 irgendwie nehme ich meistens die Folgen dann auf. Und meistens auch dann samstags, so wie heute. Oder jetzt ist ja schon Sonntag. Also auch der Tag, wo dann die erste Folge wieder rauskommt. Hey! Kann ich das Seil nicht mitnehmen? Wieso kann ich das Seil nicht mitnehmen? Achso. Ja, manchmal ist das ein bisschen fehlerhaft. So, jetzt müssen wir aber schnell nach Hause mit den Büchern vor allen Dingen. Nicht, dass wir die verlieren. Das wäre sehr schade. Aber es ist ja zum Glück nicht so weit. Na gut, immerhin. 500 Blöcke ist aber ja. Das ist ja ein Klacks mit dem Pferd. Okay, jetzt ruckelt das wieder ein bisschen. Da ist das andere Dorf. Es ist kein neues Dorf, keine Angst. Genau, die bisherigen, wir haben so viele Dörfer gefunden, das ist schon fast unglaublich. Also privat, in der privaten Welt habe ich nie so viele Dörfer gefunden. Auch wenn ich da mal auf solche Touren gegangen bin, aber ganz bestimmt nicht so viele Dörfer. Oh, Vorsicht, jetzt kommen schon die ersten Monster. Oha, hier laufen aber ganz schön viele Monster rum. Also zum Farmen wäre das perfekt eigentlich. Warte mal eben. Ach komm. Oh ne. Zu viele Skelette hier. Viel zu viele Skelette. Das ist ein bisschen gefährlich mit dem Pferd. Jo. Ich laufe noch in die richtige Richtung. Ich hoffe ja mal. Ja, aber das sieht hier gut aus. Oh Gott. Diese scheiß Skelette sind echt verdammt gefährlich. Da sind Zombie doch wirklich humaner. Die schießen wenigstens, oder die bekämpfen nicht mein Pferd, aber die Zombie, die Skelette, die treffen ja immer mein Pferd. Oh. Doch habe ich schon mal einen Satz nach vorne gemacht. Nee. Oh, Vorsicht. Ach, ich dachte gerade, hier wäre eine Schlucht, aber. Das ist zum Glück keine Schlucht gewesen. Da muss man nämlich echt hier immer aufpassen. Weil wir haben ja hier Sachen gefunden, die finde ich ja sonst, habe ich ja sonst nie gefunden. In der privaten Welt nicht, gar nicht. Also, oh, da ist die schon. Perfecto, mio. So, pass mal auf. Piss mal auf. Dann werden wir mal eben erstmal, werde ich das Pferd hier anleihen. Nein! Och! Nein! Nein, nicht mein Pferd! Oh Gott! Nein, aber ich habe die Rüstung wiederbekommen! Was? Okay, die geht nicht kaputt. Oh, mein Pferd! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, das tut mir so leid, ey. Und jetzt ist der Pfahl auch weg. Nein! Scheiße! Okay, also das Pferd, das war eine Diamantrüstung, ist trotzdem gestorben. Och Mann! Och Mann, das ist auch so ärgerlich. Und unser Haushalt ist auch schon wieder halb zerlegt hier. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist das Pferd tot. Und wir hatten nicht mal einen Namen dafür. Was soll ich denn jetzt auf den Grabstein schreiben? Ach, Menno. Ja. Erstmal werde ich hier ein bisschen den Weg wieder instand setzen müssen. Ach, diese scheiß Creeper, ey. Dass man die nicht abschalten kann. Gibt bestimmt irgendwie eine Mod, aber wahrscheinlich noch nicht in der Version jetzt. Aber es gab, glaube ich, auch mal eine Mod, wo man die irgendwie abschalten konnte. Wir haben auch so viel Scheiße wieder im Inventar. Einmal auf Tour gewesen und schon wieder jede Menge Müll im Inventar. Bücherregal ist natürlich kein Müll. Ne, den Baum, der ist falsch. Das Doroin, das Ohr. Jede Menge Rindfleisch. Hm, wo kommt das her? So, das, da rein. Da kommt noch dieses ganze Sammelsorium rein. Verzaubertes Buch haben wir. Dornen, okay. Das hatte ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Ach, guck
guck mal, die Fäden, die können wir auch nochmal hier reinpacken. Leder packen wir erstmal dahin. Obwohl, Leder können wir auch erstmal... Monsterzeug ist ja falsch, das packen wir erstmal hier rein. Wir haben ja so viele Bücher jetzt. Da brauchen wir erstmal gar kein Leder. Wie viel können wir daraus eigentlich... Ich will keine runde Zahl, ne? Nee, okay. Achso, ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Das macht mich echt, das betrifft mich echt, dass das Pferd gestorben ist. Verdammte Scheiße, ey, das ist doch so ärgerlich. Brauchen wir noch Erde? Und damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Ich meine, ich habe schon damit gerechnet, dass hier was einiges kaputt gehen wird, weil ich das ja schon realisiert habe. Oh nein, Creeper, ja gut, okay, jetzt ist gleich alles weg. Und alles kaputt hier. Aber dass das Pferd dann verreckt, oh Mann. Das hätte ja jetzt echt nicht notgetan. Und vor allem der Esel hat es überlebt hier, der, wo auch immer der jetzt gerade ist. Wo ist der Esel hin? Da. Vor allem müssen wir jetzt erstmal wieder hier so einen Pfahl hinsetzen. Der rennt nur hin und her, ich weiß. Aber es ist auch schon spät und ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren hier. Was mir nicht ganz so leicht fällt jetzt um diese Uhrzeit. Und dann mit solchen Ereignissen hier. Hat ja auch keiner gerechnet. So, Esel, komm her. Ja, komm. Zack, zack. Oh, was hier noch alles? Oh nein, der ganze Klostone. Oh Mann, das ist doch so viel hier kaputt gegangen. Und das nur wegen einem so einem Scheißvieh. Das ist doch echt zum Kotzen. So. Komm, dann brauche ich die erstmal ab hier. Wenn die so in der Luft hängen, sieht das ja auch scheiße aus. Haben wir eigentlich ein bisschen Klostone wenigstens. Ofenkartoffeln ist kein Klostone. Oh Mann, haben wir nicht mal eingesammelt. Das ist nicht mal ein bisschen was übrig geblieben. Musste natürlich alles kaputt gehen. Immerhin ist die diamantene Pferderüstung heil geblieben. Aber natürlich, das Pferd ist gestorben. Also, dann hat die Rüstung ja viel gebracht. Die hat echt viel gebracht. So. Wie baue ich denn jetzt mal hier einen Grabstein oder sowas? Machen wir mal... Haben wir noch gebrannte Steine oder so? Hm. Die Erde, das ist... Wie verhindere ich denn, dass sie grün wird? Habe ich auch gerade keine Idee. Ich könnte die umpflügen oder so. Pass mal auf. Und dann nehmen wir uns hier nochmal ein Schild. Blöd ist, wir hatten keinen Namen für das Pferd. Also machen wir uns das mal eben ganz einfach hier so. Ja, kommt natürlich erstmal hier so. Ne? So eine Gedenkstätte hin. Achso, ja. Die muss ich einfach nur. Geht das so? Und da machen wir hier mal ein Schild dran. So. Pferd 1. Pferd das erste. So. Ja, das kann man glaube ich so stehen lassen. Obwohl, warte mal. Die 1 sieht ein bisschen. Warte mal. Nochmal. Pferd das. Erste, machen wir es mal so. Ja, fährt das erste Licht hier. Eine Schweigeminute. Wir können ja noch eine Fackel anbringen. So ein paar Blümchen. Haben wir ein paar Blümchen. Ja, da müssen wir uns in der nächsten Aufnahme wohl mal um ein neues Pferd kümmern. Oder wir nehmen einfach eins aus unserem Stall. Wo habe ich denn die Blumen hingepackt? Bestimmt hier rein, ne? So viele Blumen haben wir jetzt leider nicht. Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch machen, unterwegs ein paar Blumen mitnehmen, aber haben wir nicht mehr. Haben wir alle zu Farbstoff wahrscheinlich verwandelt. Na gut. Dann werde ich erstmal hier so ein... Ach, guck mal, dadurch... Nein! Okay, das war keine gute Idee. Durch die Fackel geht das kaputt, okay. Achso, nee, hier ist kein Wasser. Jo, verdammt. Ja, warte mal eben. Das machen wir mal eben anders.